Was ist die beste Methode, damit du als Videoproduzent dich mit deinen Kunden abstimmen kannst? Es gibt Lösungen wie Vimeo oder Frame.io, die dir dabei helfen. Ich zeige dir heute, was du über die Videokollaborationssoftware Frame.io wissen solltest. Im zweiten Teil des Videos gehe ich gezielt auf die Vorteile und die Arbeitsweise für den Klienten ein, sodass ich meine und auch deine Kunden eine Anleitung für die Korrekturen einer fertigen Videoproduktion abholen können. Also es gibt viel anzuschauen, los geht's! Das hier ist die Oberfläche von Frame.io und wir gucken uns das einfach mal an. Wenn wir hier oben auf den Namen klicken, kommt man erstmal in so ein paar Optionen. Man kann beispielsweise andere User inviten, Mitarbeiter oder gute Kollegen. Kurzer Hinweis hier, jeder weitere Mitarbeiter kostet extra Geld, da muss man ein bisschen aufpassen. Beim nächsten Punkt sind wir im Branding. Hier kann man jetzt selber sein Logo hinterlegen und sich aussuchen, welche Farben verwendet werden und so weiter und so fort. Das nächste ist das Billing. Hier geht es um die Abrechnung und wie viel Speicherplatz man noch zur Verfügung hat und so weiter und so fort. E-Mail erklärt sich von selbst. Das Profile hier, da kann man nochmal was in seine Bio reinschreiben, das heißt einfach eine Beschreibung, wer man ist und so weiter. Die Notifications, hier kann man einstellen, wie oft man benachrichtigt werden möchte, beziehungsweise wie schnell. Wenn man viel verändert und mit jemandem zusammenarbeitet, dann kann das schon ganz schön nerven, wenn dann andauernd neue E-Mails reinkommen. Also das kann man hier einstellen. Apps und Integrations. Hier kann man für die Programme Final Cut Pro, Premiere Pro und After Effects Apps installieren, die dann quasi diese Programme verknüpfen. Sehr praktisch. Ich zeige euch auch gleich, wie man das dann im Workflow anwendet. Legen wir mal ein neues Projekt an. Da klicken wir hier auf das Plus. Ich lege jetzt hier das Projekt an. Hier kann man einstellen, ob das public sein soll, also öffentlich oder privat. Dann kann man es mit der Anwendung Slack verbinden, wenn man möchte. Hier kann man jetzt noch entscheiden, können die Mitarbeiter die Files downloaden, beziehungsweise andere Leute einladen. Hier kann man nochmal die Erinnerungen einstellen, bei einem Upload, bei einem neuen Kommentar, wann man da benachrichtigt werden möchte. Wir belassen das mal so und machen das neue Projekt. So, hier können wir jetzt entweder das File direkt uploaden oder aber wenn man jetzt vorher in seinem Schnittprogramm wie Premiere oder auch Final Cut Pro gearbeitet hat, kann man einfach hier im Programm bleiben. Man geht hier oben auf Erweiterung, Frame.io, wählt sein Projekt aus, kann jetzt hier auf Upload drücken und dann einfach Upload Active Sequence. Hier kann man dann das Format auswählen, auch eigene Presets. Ich habe jetzt mal hier ein Preset, ein ganz normales H264 Full HD. Das nehme ich mal. Dann nehmen wir einfach hier die ganze Sequenz oder In- und Outpoint. Wir speichern das Ganze ab. Dann kann man hier, wenn man Marker gesetzt hat hier auf der Timeline, die kann man mit exportieren und dann als Kommentare anzeigen lassen. Auto-Version heißt, dass immer, wenn jetzt eine neue Version von diesem Film gemacht wird, der quasi übereinander gelegt wird und der Klient sich dann oder du selber auch, kannst dir dann die verschiedenen Versionen nochmal anzeigen lassen. Wir drücken jetzt mal hier auf Upload und dann öffnet sich der Media Encoder und das wird erstmal gerendert direkt und dann direkt hochgeladen. Ich lasse das hier erstmal durchlaufen. In diesem Moment ist er mit dem Rendering fertig und lädt es einfach hoch. So, der Film ist jetzt hochgeladen in dem Projekt Redeweg. Und wir sehen jetzt hier an diesem kleinen Icon, dass das mit dieser Sequenz hier gelinkt ist. Wenn wir jetzt hier reingehen und abspielen, dann bewegt sich auch der Abspielkopf. Ja, wenn wir jetzt hier spulen, ist das beides gekoppelt. Das ist sehr praktisch, denn wenn jetzt jemand, ein Kunde, hier einen Kommentar hinmacht und sagt, das gefällt mir alles nicht, an der Stelle haben wir jetzt hier diesen Kommentar und ich kann direkt auf den Kommentar klicken und mein Abspielkopf springt hier hin. Allein diese Funktion ist Gold wert, glaubt's mir. Wegen der Übersichtlichkeit gehe ich jetzt nochmal in die Webanwendung. Da sind wir jetzt drin und können auch hier jetzt den Film sehen. Hier sieht man jetzt auch, hier ist der Kommentar, den ich eben gerade eingetragen habe. Diese Kommentare werden hier an der Seite auch nochmal angezeigt. Sagen wir mal, wir haben das jetzt hier ersetzt und alles gut gemacht, dann können wir diesen Kommentar auch als komplett, alles schon erledigt, hier hinten abhaken.
gut ist. Oder wir können auch noch hier antworten. Für Premiere-Benutzer auch sehr praktisch, die Hotkeys J, K und L sind auch hier in Frame.io mit den Abspielbefehlen belegt. Das heißt, wenn ich jetzt L drücke, dann spielt der Film ab. Wenn ich nochmal drauf drücke, geht es schneller und wieder rückwärts mit J. Also ganz genau die gleiche Steuerung wie bei Premiere, was wirklich gut ist. Wir gehen nochmal eine Ebene zurück, hier ins Projekt rein. Was wir hier jetzt machen können, ist, wir können erst einmal das Wichtigste, einen Review-Link senden an unsere Klienten. Den können wir benennen, dann können wir hier entscheiden, ob der downloadbar ist. Wir können dann hier den Link kopieren oder aber direkt aus Frame.io, wenn man jetzt die E-Mail-Adresse eingibt, losschicken. Dann bekommt der Klient die Mail und kann dann an den Korrekturen arbeiten. Was er da alles so machen kann, das erkläre ich euch im zweiten Teil des Videos. Wir haben hier auch noch eine Passwort-Protection und wir können auch sagen, wie lange dieser Link jetzt halten soll, bis er sich selber löscht. Ist jetzt so ein Link erstellt, dann haben wir die Möglichkeit, hier unter Review Links in dem Reiter diese noch zu bearbeiten. Das heißt, wir können nachträglich nochmal entscheiden, ob der Film downloadbar ist. Wir können ihn hier einfach nochmal kopieren, wir können ihn aus- und anstellen und so weiter und so fort. Was wir hier im Projekt noch machen können, ist diese beiden Optionen, die erklären sich, glaube ich, von selbst. Dann können wir hier einen Status eingeben für diesen einen Clip. Sagen wir mal, wir sind jetzt damit fertig geworden und möchten, dass der Kunde den Film sich anguckt und einfach seine Kommentare dazu platziert. Dann können wir hier auf Needs Review machen. Übrigens, kleine Kritik, Frame.io gibt es zu diesem Zeitpunkt leider nur in englischer Sprache, was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil der deutsche Markt doch relativ groß ist und weil diese paar Worte zu übersetzen hier jetzt auch nicht gerade super schwierig sein kann, finde ich jedenfalls. Als weitere Option können wir jetzt diesen Film nicht als Review-Link versenden, sondern einfach nur als Präsentation. Hier können wir dann entscheiden, wie das Ganze aussehen soll, in welchem Format, auch wieder Passwort geschützt oder nicht, auch Download ob oder nicht, die Farben, die Hintergrundfarben und so weiter. Da kann man eigentlich eine schöne Präsentation machen, was für den Kunden dann wirklich sehr ansprechend ist. Wenn jetzt Anmerkungen vom Kunden kommen, dann kann man hier oben, da sieht man jetzt, mein Kollege hier, der ist fleißig am Kommentieren, dann kann man hier die neuen Kommentare sich anschauen und direkt draufklicken und bearbeiten. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Kundensicht an. Kommen wir zum zweiten Teil des Videos, wo Sie als Kunde sich eine Anleitung für den Umgang mit Frame.io abholen können. Ich habe mir den Link jetzt selbst per E-Mail geschickt. Dann bekommt man so eine E-Mail hier und man kann hier auf Review Now klicken. Dann öffnet sich die Seite und diese Ansicht hat man dann. Man kann jetzt hier wie bei einem normalen Videoplayer einfach auf Play drücken und sich den Film anschauen. So, was haben wir jetzt alles für Möglichkeiten? Wir können einmal hier jetzt direkt Kommentare eingeben. Kommentar 1 nennen wir es einfach mal. Und dann ploppt hier eine Markierung auf, können aber zusätzlich auch, ich gehe jetzt mal an eine andere Stelle, noch ganz verschiedene Tools hier einsetzen. Zum Beispiel haben wir hier ganz normale Stifte, verschiedenen Farben. Wir können auch wieder hier was rückgängig machen. Wir können Pfeile machen. Sehr schick, wie ich finde. Wir können Rahmen machen. Auch in verschiedenen Farben. Und wir können Striche machen. Für die Lustigen unter uns gibt es auch die Möglichkeit, Smileys einzusetzen, kleine Bildchen, Icons, alles am Start. Und mit Send können wir das dann abschicken. Jetzt haben wir hier die Marke und derjenige, der das bearbeitet, sieht sofort, was hier Sache ist. Sobald man Send gedrückt hat, kommt es auch beim Gegenüber an. Man braucht also nicht jetzt nochmal extra irgendwo auf Speichern drücken. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, noch die Kommentare zu sortieren. Einmal nach der Zeit, also vor wie vielen Tagen, Stunden wurde das gepostet. Das sind die ersten beiden Optionen. Dann den Timecode
Das ist die normale Variante eigentlich. Oder nach den Kommentatoren, wenn man jetzt beispielsweise mehrere Leute hat, die daran arbeiten und man möchte jetzt nur die Korrekturen von einem von denen machen, dann ist das ganz praktisch. Wenn wir hier drauf drücken, dann können wir die ganzen Kommentare sogar ausdrucken lassen oder als File downloaden. Da gibt es sogar verschiedene Formate. Wenn man das wirklich auf dem Zettel vor sich haben möchte, dann kann man das auch hier machen. Genauso kann man sich die Kommentare hier auch für Final Cut Pro und Media Composer runterladen und importieren. Hier unten die Option, da kann man die Qualität einstellen. Das kennt man von YouTube und Co. Hier hat man verschiedene Guides, die man sich einblenden lassen kann. Für Kinoformat. Oder aber auch hier für Handy. Man kann hier auf den Fullscreen wechseln. Und man kann sich hier den Timecode oder aber die Frames anzeigen lassen. Wenn man die Rechte dafür hat, dann kann man auch den Film hier downloaden. So, wenn dann die Arbeit getan ist, dann kann man das hier umstellen auf Approved, also grün oder dass es noch in Arbeit ist. Je nachdem, was man da gerade braucht. Ja, und so hat man sehr viele Möglichkeiten, seinem Produzenten zu erklären, was man gerne geändert haben möchte. Der Workflow mit Frame.io ist wirklich sehr gut. Man spart eine Menge Zeit, wenn der Kunde mitmacht. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Frame.io habt, schreibt ihr gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Lars Zacharias. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.